Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du in Adobe Flash Professional CS6 eine Scrollbar einrichtest, mit der du einen dynamischen Text scrollen kannst. Als erstes bin ich hier auf meine Szene Lunge in meiner App gegangen, die ich programmieren möchte, und gehe auf den Layer Infotext und alles andere blende ich mir mal aus, was ich sozusagen nicht brauche. Jetzt ziehe ich mir hier ein Textfeld auf und achte dabei, dass hier dynamischer Text ausgewählt ist, da nur hier das Scrollen funktioniert. Dann gehe ich hier auf das Auswahlwerkzeug, markiere mir meine Scrollbar, so dass ich mit der rechten Maustaste den Bildlauf einschalten kann. Und wenn ich jetzt beispielsweise aus dem Editor einen Text hineinkopiere, wird man sehen, dass das Ganze hier mit einem Wikipedia-Link endet und ich das Ganze hier scrollen kann. Der Text geht hier noch nach unten weiter. Damit ich das Ganze ansteuern kann, vergebe ich jetzt einen Instanznamen und ich nenne das einmal Instance Lunge Text beispielsweise. Das wurde hier benannt. Hier kann ich noch beispielsweise die Farbe ändern, wenn die mir nicht gefällt, so dass ich das möglichst gut lesen kann, stelle ich das jetzt auf weiß. Anschließend hole ich mir hier noch ein zusätzliches Menü über Fenster Komponenten. Und hier hole ich mir bei User Interface die UI Scrollbar herein und ziehe die mal hier hin. Danach verkleinere ich das Menü wieder und ziehe mir meine Zeitleiste hier wieder ein bisschen rauf. Gebe hier jetzt für das Ding einen Instanznamen, zum Beispiel ins Scrollbar Lunge. So, danach macht es Sinn, das Ding ein bisschen in der Größe zu verändern. Dazu kann ich bei Position und Größe das Ding so groß machen und dann mein Textfeld anpassen. Ich kann das Ding natürlich auch verschieben und jetzt noch ein bisschen anpassen. So, ich speichere das einmal zwischen. Und gehe nun her auf meine Actions-Ebene hier oben unter Aktionen und schreibe hier eine Codezeile dazu. So, hier schreibe ich nun dazu ins Scrollbar Lunge und Scroll Target gleich ins Lunge Text Strichpunkt Enter. Speichere das Ganze und versuche jetzt zum Beispiel nur die aktuelle Szene zu testen. So, okay, das Ganze funktioniert schon. Wir haben nur den Fehler gemacht, dass wir hier ein Bild über unserem Text haben. Das sollte sich aber relativ leicht beheben lassen. Ich habe jetzt das Ganze ein bisschen auf eine niedrigere Zoomstufe gestellt und kann hier nun die versteckten Ebenen wieder einblenden. Teste die aktuelle Szene und kann nun hier den Scrollbalken testen. Das Ganze funktioniert auch, zumindest habe ich es auf meinem Nexus 7 Android Tablet getestet, auch wenn ich hier mit dem Finger hinauf und hinunter swipe sozusagen. Den Codeblock, auch wenn er nur sehr bescheiden ist, findest du anschließend in der Infobox unter dem Video.